Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, FeeZBeeZ, Infinity Wolf, Expert Mode, Skyblock. Ich bin froh, wenn ich irgend. Ich glaube, ich kürze einfach auch irgendwann den Titel mal ab. Jo. Wir machen auf jeden Fall heute weiter. Die Baumfarm ist schon gut am Arbeiten. Ich habe hier mal die Öfen schon hingeklatscht. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Akt der Schwierigkeit. So. Hier die Reaktoren sind auch im Laufen, das ist sehr schön. Da kriegen wir gut Power rein. 35 Sonarium, das ist super, so würde ich das sehen. Mass Fabricator ist auch super am Produzieren. Die MFE sind voll. So würde ich das sehen. Gut, womit machen wir dann heute weiter? Ganz einfach gesagt. Ich würde gerne heute weitermachen am ME-Controller. Ja, ich würde sagen, heute kriegen wir die Zertus Quartz Wrench hin. Ich bin so voller Vorfreude. So, Pure Flux Crystal. Das ist einfach nur Sand und Flux Dust. Achso, das ist Teilzeit Name. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Holz, mach mal zack und zack. Wasser. Und machen wir mal irgendwie so eins. Ja. Zwei Stacks. Machen wir mal von den Flüchtskristallen. Das sollte ja kein Thema sein. So. Ah, nicht übel. Ihr seht ja hier gerade noch so ein paar Sachen bei uns im Discord von Shattered World. Ihr seht also gerade Minecraft Servers online. Minecraft Bakerman LP joins the game. Baker schreibt, gut, das läuft anscheinend. Und direkt danach Bakerman LP was slain bei Slime. Ich muss sagen, das funktioniert super. Ach ja, Baker. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ein neues Feature hat der Junge davor, der liebe Baker. So, wir sind jetzt auf jeden Fall... Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen... Die... Crystals, die Pure Crystals. So, das ist jetzt ein bisschen eklig. Da rein und warten. So, ich bin überlegen. Ne, das gibt's nicht. So. Zertus Quartz. Wrench. Wrench. So, die Wrench. Die Nether Quartz Wrench ist dasselbe. Es gibt nur die Zertus Quartz Wrench. Wir brauchen ein Rich Sonarium. Das heißt, wir brauchen die Radiant Uranium. Das ist ein Uran und Glowstone. Das können wir dann schon mal so vorbereiten. Das sollte eigentlich 320 F. Ja, das wird ein kleiner Moment dauern, aber es sollte laufen. Laser müssen wir echt irgendwann mal upgraden. Einfach so ein bisschen übertriebener aufbauen. So. Ich glaube, als ekligste zu craften wird einfach das Galgador Metal. Also das Enhanced Galgadorian Metal. Einfach. Weil die Rezepte da wirklich so extrem verschachtelt sind. So, wir brauchen 8. Hoppala. Was ist da jetzt los? Hoppala. Ich glaube, da habe ich gerade aus Versehen die Szene gewechselt. Das passiert ja echt so oft, ne? Machen wir erstmal das hier. Iridium Reinforced. Plates. Und Sonarium wird zu Sonarium Enriched. Sonarium Alloy. Ja.
Kommen wir zum widerlichsten Akt, Lamb of Galgador. Ich glaube, ihr seht sogar, was ich meine. Ich meine, es ist nicht schwierig, aber widerlich. Ach, ja gut, aber es muss gemacht werden, also wo gehen wir ran? Ran ans Werk. Nochmal schön was Kaffee trinken währenddessen. So, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich keinen Kaffee mehr. Wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Obsidian mit. So sollte das ja reichen. Eisen können wir gebrauchen. So. Wir brauchen erstmal Refined Hardener, also Raw Hardener. Zack, zack. Vielleicht reicht das schon. Bin ich mir jetzt nicht allzu sicher, aber werden wir ja sehen. Ja, was machst denn du da? Vielleicht sollte ich sogar noch eine Truhe machen. Wie sieht das hier aus? Ja. Über den kurzen Zeitraum kannst du dich schlagen. Wir machen jetzt erstmal hier das Lump auf Galgador fertig. Und wir brauchen dafür echte Refined Hardener erstmal. Anders gibt das keinen. Ich meine, wenn. Ja, gut. Wir müssen gerade auf beides warten. Wir müssen auf Sonarium warten und wir müssen auf den Refined Hardener warten. Können wir nicht einfach hier noch was machen? Ach komm. Doch, wir schissen. Wir können erstmal hier schon mal so gut vorbereiten. So. Ein Enrich-Szenarium, davon brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja, es ist schon widerlich. Es ist echt widerlich, was wir hier machen müssen, aber naja, es muss gemacht werden. Wie war das Dieb, kurzer Dieb? So, was haben wir denn noch zu tun? Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Refined Hardener. So. Machen wir einfach mal 4 Stück, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. So, noch ein bisschen Refined Hardener. Da geht es einmal so. Eisen darum. Refined Hardener. Stabilize Metal. So. Das kommt jetzt da raus. Wie machen wir das? Am besten echt nochmal wirklich eine Truhe, die wir hier dazwischen klatschen. Einfach, damit wir ein bisschen leer machen. So, schon viel besser. So, Spinnaugen, Zucker, Magma Cream, IF Ender. Ender Augen ist kein Thema. Ich meine, Spinnaugen haben wir ohne Probleme. Enderperlen auch. Aber darauf warte ich echt, dass sie sich auf 64 stacken lassen. Ach, hier war schon Zucker, super. Pilze haben wir da. So, Slime Balls, wir brauchen 4 Stacks Magma Cream. Zack, zack. Und zack. Sehr schön.
Die Fermented Spider-Eis, aber sie merkt, aber auch noch ein Stack davon. Ja, die Ressourcen hierfür sind schon von exotischer Natur, würde ich sagen. Aber wir haben es ja. Das ist ja echt kein Thema. So. Währenddessen werden schon die Bäume gefällt, das finde ich super. So, die Eye of Galgadors. Was brauchen wir jetzt noch? Glowstone, das ist ja überhaupt kein Thema. Eins. Habe ich jetzt ein Stack oder drei? Bin mir gar nicht sicher. Ein Stack, ja gut. Und jetzt das widerlichste Dia-Blöcke. So, die Dia-Blöcke daran. Lamb of Galgador. Raw Hardener. So. So, 20. Das sollte reichen. Ja, wir haben mit. Mission Abort, wir haben das Zeug. Weg damit, weg mit dem Müll. Wir haben die Leiterlampe aus Galgador. Es geht jetzt weiter. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier auf das Zeug warten. Und wir haben die ME-Wrench, die Z-Squads-Wrench. Das ist so wundervoll. Habe ich jetzt irgendwie was vergessen? Brauche ich doch noch mehr oder was? Ne, ich müsste doch genug haben. Ich brauche zwei Ingots. Und, komm schon, ja. La Enhanced Galgadorian Metal. Sehr schön, geh mal weg mit dem Müll da. So, 1 und 2. Wir brauchen jetzt nur noch ein Enriched Scenario Malloy und ja, der allerschwierigste Teil ist geschafft. Das kann sofort weg, das kann weg. Der Rest kann man wieder reintun, sofort. Was brauche ich jetzt noch? Certus Quartz brauche ich jetzt gerade noch nicht so. Wir könnten an den Squamish schon mal arbeiten. Oh ja, da wäre was. Wir brauchen eine Rolling Machine. Aber naja, das ist ja wohl kein Thema. Da brauchen wir jetzt alles dafür. Was Redstone werden wir brauchen? 10 Electron Tubes, Pisten, ist alles kein Thema. Okay. Zwei. Et voilà. Ah, ich freue mich. Ich freue mich richtig.
Ach ja, das ist so wundervoll, wir haben es gleich geschafft. Boah, ich weiß noch genau, wie ich da saß, als ich gemacht habe. Da habe ich mir gedacht, alles klar, du hast es schon mal so weit gebracht in dem Projekt. So, der Inscriber ist fertig. Das Problem ist, bei dem ist es widerlich, der saugt immer RF ab. Ist instant voll. So, was brauchen wir denn jetzt alles? Wir brauchen ein Netherquarz, ein Dia, lass mich raten, ein Gold und ein Silizium. Jawohl. Ja gut, das ist ja jetzt wohl das kleinste Thema. Was war das jetzt noch? Netherquarz und Dia. Genau. Ich glaube, ich habe den Dia vergessen. Ne? Ah ne, ich hatte ja noch Dias da drüben. Stimmt, Kommando zurück. Alles gut. Click to craft. So, das haben wir. Engineering ist mit Certus Quartz, ja. Nochmal ist so Silicon. Was haben wir noch so zu tun? Der Diamanto kommt da rein. Alles gar kein Thema. So, das dauert auch noch was. Was ist los, Robby? Hundi zuckt gerade zusammen. Ganz komisch. Okay, aber alles gar kein Thema. Das kriegen wir jetzt alles hin. So, zwei Sonarium noch. Ne, vier brauchen wir insgesamt. Wir brauchen nur noch 9 Stück. Und dann ist sie soweit, die Certus Quarzo Frencho. So, oh Gott. Pio Certus Quarz Kristall, wir sind ein Machine Frame und ein Overclocker. Also der Pio Certus Quarz Kristall, also bricht mir da gerade so was das Genick. Bin ich ehrlich. Ja gut, ich würde sagen, dann ist jetzt nochmal Zeit, dann wird es Zeit für die Laser einmal auszubauen. So, wie viele kriegen wir damit hin? Ich glaube, wir brauchen zwei Elektron-Tubes pro Laser, also würden wir gerade 8 Laser hinkriegen. Dann machen wir noch ein paar mehr. Wie sieht das hier oben aus? 6 Stück. Wenn man gerade was gehört hat, Hundi ist aufgewacht und es ist weitergegangen. So, jetzt fehlen nur noch 3, wie ich das richtig gesehen habe, 3 Uran.
So, du. Machen wir hier ein bisschen. Geht das aber schneller? Ja, geht das. Machen wir schon mal den Skystone fertig. Wer noch nicht kannte, einfach Skystone, das auf dem Level mit Lava. So, vier Skystone. So, bisschen Rubber. So, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Rubber Armor, also neue Hazmat Mute. Dann einmal die Farbe zusammenmischen, das ist ja jetzt überhaupt kein Thema mehr. So, einmal, nee, so einmal, auf den Stein. So. Das ist jetzt alles gar kein Thema mehr. Und ich merke auch schon wieder, dass ich mich so ein bisschen nicht unkonzentriert zeige. Ich habe wieder so ein paar Probleme, sag mal schnell, dauerhaft zu reden. Jetzt muss ich echt nochmal was üben. Also so bitte. Danke. Ja, nachsynchronisieren ist ein Haufen Scheiße bei mir. Ich gebe es selbst zu. Das muss ich echt noch üben. Ja, ich bin ehrlich, es geht echt um einiges besser noch. Gut, wir machen nochmal ganz schnell den Helm hier fertig und dann, ach so war das, und ein Glas, so, Scabber Helmet. Und dann können wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht mal hier, was hatte ich davor, also, er nicht nur Uranium-Nuklearfuel, gut, dafür soll es auf jeden Fall einen Anzug nehmen. Bin auch überlegen, mir jetzt bald mal die Zusatzherzen zu machen. Das Zeug dazu haben wir ja. Machen wir mal hier ein bisschen was schneller. Zack. Sehr schön. So, machen wir die zwei noch dazu. Oh, ich erinnere mich wieder, ja. Da hatte ich ja ein bisschen verkackt gehabt, aber nur ein bisschen. Aber na gut. So, und ich würde schon ganz ehrlich sagen, wisst ihr, was in der nächsten Folge auf jeden Fall ansteht? ME-System anfangen auszubauen. Also irgendwie so ein paar Festplatten und sowas. Es dauert nicht mehr allzu lange. Wir haben es jetzt bald echt geschafft. Ach ja, das tut so gut. Es tut so wahnsinnig gut. Da haben wir sie. Die AE2-Wrench. Mit dem Network Tool Trophy. Ich bin glücklich, ich bin einfach so glücklich. Die wievielte Trophäe ist das jetzt? Die fünfte, ne? Schauen wir doch mal nach und stellen sie zu den anderen. Alter, wir haben den Eimer, die Zert-Squads-Wrench, wir haben die IC2-Wrench, die Gießkanne. IC2-Wrench seht ihr hier. Network. Oh ja.
Wie geht's denn jetzt weiter? Einmal bis Solar Expansion und so. So, die Reihe haben wir abgeschlossen. Das heißt, als nächstes geht es zum richtig ekligen Teil, meiner Meinung nach. Die Magiemods. Da schauen wir es mir jetzt schon ein bisschen vor. Warum schauen wir es mir davor? Naja, weil viele Rezepte auch da verändert wurden, nicht nur im Technikbereich. Also, wir haben jetzt so lange gebraucht für 5 Trophäen. Und als